Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe eine richtig interessante Information in Sachen Crossplay für euch. Soweit ich weiß, ist Crossplay ja noch drin. Ich nehme mal an, dass aus der Beta jetzt eine feste Version in Apex Legends geworden ist. Noch bevor Crossplay überhaupt ins Spiel fand. Lange, lange davor gab es die Gerüchte, das kommt irgendwann. Und da habe ich sehr häufig die Frage gestellt bekommen, ob Crossplay Progression möglich ist. Bis dato wusste ich absolut nicht, was das überhaupt bedeutet. Mittlerweile weiß ich es. Du startest vielleicht einen Account auf der PlayStation, hast eine Menge Kohle ausgegeben und allgemein die geilsten Badges der Welt und willst aber vielleicht die Plattform wechseln auf PC oder Xbox, weiß der Geier. Ist bei Apex im Crossplay nicht vorgesehen. Waren viele sehr, sehr enttäuscht, aber ich habe einen Wink für euch. Ist aufgetaucht, heute auf Twitter entdeckt, ist eventuell bald in der Mache. Noch nicht in der Mache, aber Respawn hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass es eine mega geile Idee ist und es ist auf jeden Fall eine Option, die in Erwägung gezogen wird. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt in den nächsten ein, zwei Seasons passiert, aber ich bin felsenfester Überzeugung, dass es über kurz oder lang kommen wird. Finde ich eine absolut coole Sache, aber wir wissen gerade selber, wie das so läuft. Das Crossplay auf der Switch hat mega Probleme gemacht, deswegen ist es auf der Switch zurzeit. Gibt es halt Apex Legends nicht, hatte ich letztens drüber berichtet. Wird wahrscheinlich erst 2021 ein Release haben auf der Switch. Deswegen gehe ich davon aus, Crossplay Progression wird wahrscheinlich eine mega schwierige Angelegenheit sein, das ins Spiel zu bringen, zu programmieren und so weiter. Ihr wisst auf jeden Fall erstmal Bescheid für alle Fans von Crossplay Progression. Jetzt kommen wir zu Season 7. Respawn hat offiziell bestätigt, 4 Legenden, die einen Buff bekommen. Wie die Buffs aussehen bei den einzelnen Legenden ist nicht klar, bis auf Pathfinder. Da wurde schon geschrieben, dass die Cooldown-Zeit des Grappling Hooks ein bisschen verändert wird. Ich hoffe einfach, dass sie einen Mittelweg machen, einfach von 35 auf 25 Sekunden. Das wäre eigentlich der perfekte Mittelweg. Anfänglich waren es 15 Sekunden, gebe ich zu, war vielleicht ein bisschen heftig, aber 25 Sekunden, da ist, denke ich, allen geholfen. Mirage soll einen Buff bekommen, inwieweit der wie aussieht, keine Ahnung. Rampart kriegt einen Buff, da könnte ich mir nur vorstellen, dass vielleicht die Covers, die sie aufstellt, vielleicht ein bisschen schneller stehen und nicht so schnell runtergeschossen werden können, während sie aufgebaut werden. Und der Octane bekommt auch einen Buff, der soll sehr, sehr klein ausfallen, haben sie auch schon gesagt. Gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was die Legenden vielleicht für einen Buff abbekommen werden. Das war es soweit dazu, was in Season 7 auf jeden Fall schon bestätigt ist. Und jetzt möchte ich noch nachträglich etwas nachreichen. Ich habe ja gestern das Video über das UFO gezeigt auf dem Kings Canyon. Noch während ich das aufgenommen habe, konnte man das auf dem World's Edge nicht sehen, weil es gerade nicht aktiv war. Möchte ich mal kurz eben nachreichen, einfach nur das Bild, dass ihr das seht, dass es auf dem World's Edge auch aktiv ist. Was aber viel verrückter ist, auch auf dem Trainingsgelände. Ich habe heute wieder ein Sprachfasching, das ist nicht mehr normal. Auf dem Trainingsgelände, das Bild habe ich von Shrugtor, er schreibt selber, man muss ein bisschen parkourmäßig drauf sein, um das zu entdecken. Ich gehe also davon aus, dass man das nicht einfach mit der Krypto-Drohne entdecken kann, weil man vielleicht nicht so hoch mit der Drohne fliegen kann oder so weit. Inwieweit er das auf dem Trainingsgelände entdeckt hat, wo der überall lang geklettert ist, kann ich euch leider nicht sagen. Das war es auf jeden Fall schon wieder von dem kurzen News-Update für euch. Ich hoffe, ihr lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da. Aber wenn ihr neu seid, dann rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ich denke, dass in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr News in Sachen Season 7 auf euch warten werden. Lasst euch einfach mal überraschen. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Und für alle, die tagesaktuell zum Samstag das Video schauen, morgen gibt es den nächsten Twitch-Livestream mit Schweini und Chantal, aller Voraussicht nach, also SheSkatAim und Halbsteif. Das war's jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.